Hallo, ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben und alle Freunde der Winners. Dieses Video geht speziell an die Euro-Muslime. Was bietet ihr euch eigentlich ein? Ich bin ein Engel der sieben Gemeinden, der Gemeinde von Ephesus. Der Herr Aschadonai, der Sohn Gottes, hat sich der Gemeinde von Ephesus schon offenbart. Und hat sich gezeigt und der Heilige Geist hat gewirkt bei denen in Elohi, den damaligen Mekka, das durch den bevorigen Sohn Gottes zu Elohi gemacht worden ist. Ja, ich habe zu Gott, dem himmlischen Vater, gebeten, dass Jesus herabgesandt wird und den schwarzen Stein der Kaaba, das Vulkangestein, das ist kein Meteoritengestein, sondern ein Vulkangestein, zerschmettert, zerstört, zerbricht und sagt, dass Muhammad ein Täuscher war, ein falscher Prophet war. Ihr wollt Beweise? Dann fahrt ins Museum nach Knesset, nach Jerusalem. Dort findet ihr die originalen Schriftrollen vom Propheten Jesaja, wo steht, schon detailliert über die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus und was dies zu bedeuten hat. Jesaja 53, Kapitel 4 bis 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schuld. Wir aber hielten ihn, der von Gott geplagt und geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das nur zum alten Sohn Gottes zur Auferstehung. Warum gibt es eine Zeitrechnung? Ihr im Koran lest, Isa wurde nicht gekreuzigt, es war nur jemand, der ihm ähnlich aussah. Was ist das für ein Humbug, wenn die eigene Mutter Maria vor dem Kreuz steht und sieht, dass ihr Kind stirbt, dann wird es doch keine Lüge sein, dass das eine Täuschung sein, dass Jesus am Kreuz hing und auferstanden ist. Vor allem, dass er auferstanden ist. Und was das Kreuzzeichen bedeutet, dass wir das ewige Leben haben durch ihn allein und dass die Welt, die Erde nicht zerstört worden ist, weil sie bösartig war. Und dass ein Stück vom Sündenfall zerstört worden ist oder viel vom Sündenfall zerstört worden ist. Heute können wir getrost feiern das Fest der Liebe in Aschadonai, unseren neuen Herrn. Denn Jesus hat schwer gesündigt und wurde als Sohn Gottes nicht mehr anerkannt von Gott, dem himmlischen Vater. Ihr könnt den Heiligen Geist dazu befragen. Ihr eure Muslime, was bildet ihr euch eigentlich ein? Ich habe nicht nur die Ozonschicht in den ursprünglichen Zustand zurückerbeten, sondern auch die Bäume verherrlichen lassen, damit die Ozonschicht geschützt bleibt von den Autoabgasen und Fabriksabgasen. Ja, also bleibt die Ozonschicht geschützt und der Klimawandel ist gestoppt. Ich habe euch uns an Geist und Seele angepasst und sterbliche Körper erbeten. Was bedeutet das, wenn ihr ein Herzversagen habt oder ein Lungenversagen habt oder ein Nierenversagen habt oder ein Leberversagen habt, dass ihr ein neues Herz, Lunge, Niere, Leber bekommt oder Augenversagen. Alle Organe werden ersetzt. Ich habe euch erbeten, dass ihr an Geist und Seele angepasst und sterbliche Sehnen habt, an Geist und Seele angepasst und sterbliche Skelette, an Geist und Seele angepasst und sterbliche Gelenke und unsterbliche Körper. Ich habe erbeten, dass es keine Erdbeben und Tornados und Hurricanes und Blizzards mehr gibt auf der Erde. Ich habe erbeten, dass mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke von der Erde schon hinweggenommen worden sind, alle ABC-Waffen von der Erde hinweggenommen worden sind, alle Kriegsmaschinerie zum größten Teil weggenommen worden ist. Was bietet ihr euch eigentlich an, ihr Heuchler? Ihr seid eure Muslime, ihr glaubt, ihr seid Muslime? Dann pilgert nach Mekka, ihr werdet sehen, es ist Elohi, eine Pilgerstätte des Christentums. Und außerdem, ich sage euch was, ein richtiger Muslim, der kämpft, weil im Koran 128 Mal das der Befehl zu töten, der Kuffar, drinnen steht. Und 28 Mal in Befehlsform. Ich sage euch was, verbrennt dieses Buch, den Koran. Es ist vom Satan, vom Luzifer selbst. Der Luzifer war
6.022 Jahre in der Hölle und ist nun von seiner Bestrafung erlöst worden und ist im Himmelreich und heißt Froschi. Ihr könnt euch den Heiligen Geist dazu befragen. Ich sage euch was. Alle Krankheiten gibt es nicht mehr. Es gibt keine Leberzirrhose, es gibt keinen Krebs mehr, es gibt keinen Karies mehr auf natürliche Weise. Also auf natürliche Weise sage ich, weil Krebs zum Beispiel kann ja Gott, der himmlische Vater, das Medium der Bestrafung nützen. Was wir hier in unserem Lebensraum sehr mitbekommen, aus differenziellen Gründen. Was glaubt ihr denn? Abdullah Team Camus, Sir Abdullah Team Camus, ich fordere dich auf, deinen Glauben ernst zu nehmen. Du bist Christ geworden, ich weiß es. Marcel Grass, Dr. Marcel Grass, ich weiß, du bist Christ geworden. Nimm es ernst und nimm deinen Glauben auf dich und mach Werbung fürs Christentum. Mach Videos, so wie du begonnen hast mit den muslimischen Videos. Und Abunachi ist im Himmelreich. Ich sage euch, eure Muslime, kehrt um zu Ashadunai, unserem Herrn, unserem neuen Herrn, dem Sohn Gottes. Und ihr werdet es nicht bereuen, sondern ihr werdet glückselig sein und eines Tages im Himmelreich der Herrlichkeit des Gottes des himmlischen Vaters sein und werdet dort Ruhe finden. Lebensformen wie Sasquatch, Anunnaki, Askat, Fanfaren, Engelshafen, Apokryphen, Teletubbies, volle Kannen, Wasserrutschen, Hoshis, Fugaris, Bleschi, Tangerine, Tandaratime, die das Sir Marco Stephan in den Rücken hat lassen, Kleptorianer, Splendischer Ravensburger, Talismane, Edemar Roosevelt, Seelenflieger, Ismaretis, die der Sir Abdulatim Camus in den Rücken hat lassen, Quinchis, Trintas, Typeltarus, Ravensburger, dann Fabriziner und Baumgartner. Sie alle sind Lebensformen vom Universum von 445 Arten im Universum, die ins Himmelreich einkehren durften. Und ich schwöre euch, sie sind dort. Gott, der himmlische Vater und der Heilige Geist haben es mir gesagt. Sprecht mit dem Heiligen Geist, sprecht mit Gott, dem himmlischen Vater. Sprecht zu Gott, dem himmlischen Vater, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, sende heilige Engel zu mir oder zu meinen Freunden oder Familie oder Bekannten oder zu Präsidenten oder zu Länderherrscher. Und habt wichtige Botschaften mitzuteilen, die für Frieden und Liebe einsetzbar sind. Macht das oder bittet euch den Heiligen Geist auf andere Planeten, wo Lebensformen sind, für Frieden und Liebe und Freude und Freundlichkeit. Die Früchte des Heiligen Geistes sind die wie folgt: Freude, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Treue, Geduld, Selbstbeherrschung, Keuschheit, Vertrauen, Liebe und Frieden. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr erkennt, dass die Dreifaltigkeit die Wahrheit ist und dass Jesus nicht mehr der Sohn Gottes ist, sondern Ashadonai, der Unzerbrechliche, auf Aramäisch und Hebräisch bedeutet Ashadonai, der Unzerbrechliche, und dass ihr Ashadonai nachfolgt. Und ich möchte auch noch erwähnen, dass Abdul Memra ein Prophet geworden ist, ernannt worden ist von Gott, dem himmlischen Vater, und Elia Nathan ein Prophet ernannt worden ist von Gott, dem himmlischen Vater. Also,
Ihr Deutschen, eure Muslime. Ihr wollt wirklich Beweise wissen, warum der Koran eine Lüge ist? Dann ruft Christian Prince an und telefoniert mit ihm. Er macht Debatten. Ihr könnt auf Englisch mit ihm reden, kommunizieren und er macht Debatten mit euch. Er kann euch zum Lachen bringen, so lustig ist der Koran. Also und die Sunna vor allem. Die Hadithen. Er kennt sich da so gut aus. Er hat auch das Buch Alles Täuschung geschrieben, das ich teilweise gelesen habe. Und dann sind da die 99 Namen Allahs und die Täuschung dahinter. Die können nicht Allah, der der Luzifer ist, sondern die können Elohim, den dreifaltigen Gott, Yahweh. Und die sind so wie der Erste und der Letzte, Allah Wal und Allah hier. So wie Jesus sagte, ich bin der Erste, Allah Wal, und ich bin der Letzte, Allah hier, wie in der Offenbarung zu lesen ist. Nur ist Jesus jetzt nicht mehr der Sohn Gottes, sondern Ashadonai. Ashadonai ist Al-Nur, das Licht der Welt. Ashadonai ist Al-Bah, ist die Auferstehung. Ashadonai ist Awal, Al-Awal, der Erste und Al-Achir, der Letzte. Ja? Und Al-Wadud, die Liebe. Also, ich appelliere an euch. Kehrt um zu Ashadonai. Oder, also, wer Liebe und Frieden im Herzen trägt, kann alles sein. Kann Muslim sein, kann Buddhist sein, kann Hinduist sein, kann Baha'i sein, kann Sikh sein oder Hindu. Also, wer Liebe und Frieden im Herzen trägt, kann alles sein. Bei unserem Gott ist alles erlaubt. Aber die Wahrheit ist der christliche Gott. Denn die Christen beten den dreifaltigen Gott an. Den Vater, den Sohn Ashadonai und den Heiligen Geist. Also, ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch den Frieden. Der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Danke, ich liebe euch. Tschüss, Baba, ich liebe euch.